Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together. Die Nummer 15 ist es mit dem Pinguin Astreiter. Ja, recht herzlich willkommen. Und natürlich auch mir, dem Universumzerstörer. Der Universumzerstörer, bei dem sehe ich auch gar keine Augen, das ist kein Wunder. Guck mich mal an. Ich bin in der Ecke und schäme mich. Ja, ich sehe das schon, der hat keine Augen. Ich habe keine Augen. Du hast keine Augen, wie kommt das? Ich glaube, ich habe irgendwie einen Skin drin, der nicht Minecraft 8.1 unterstützt. Ja, das könnte sein. Weil so. Ich habe keinen Platz im Inventar, okay, das ist schon mal letztes gut. Letztes Mal hier eine Kellertreppe gebaut, ne? Und dann versucht hier die Wand abzubauen, was nicht ging. Das geht immer noch nicht. Ich will aber. Ich kann da nicht abbauen. Woanders geht's, aber da hinten geht's nicht. Ich hab einfach ein Hier Skin. Ist was faul. Sag mir einer, was da faul ist. Warte, mein Skin. Was ist das denn? Das es sieht man. Das sieht also. Etwas faul. Siehst du das auch? Hier geht's nicht mehr. Doch. Siehst du den Skin auch? Von hinten so? Es könnte sein, dass der falsch rum ist, der Skin, ne? Nein! Ich denke mal, das wird irgendwie nur so ein Fehler bei Minecraft sein. Dass er irgendwie so nur so ein paar Texturen sieht, weil der ist ja nur schwarz und weiß. Ja, jetzt weiß ich aber nicht hier, ich habe andere Probleme, sag ich mal. Jo. Warum kann ich da nichts abbauen? Kannst du das da abbauen? Ja, ich kann das, glaube ich, abbauen. Dann probier das doch mal aus. Kommst du nochmal die Treppe runter? Ich kann hier abbauen oder hinten nicht? Ah, warum gehst du vor meiner Nase? Da nicht. Geradeaus, das. Kannst du abbauen oder nicht? Ja. Ich kann's da nicht abbauen. Warte. Da weiter kann ich nicht. Ich kann da nicht weiter. Für mich ist da eine Sperre. Ja, jetzt geht's wieder. Alles klar, daran lag's. Also hast du doch keine Berechtigung. Hatte ich keine Berechtigung für gewisse Bereiche, oder was? Komisch. Vielleicht ist das Baumbereich, dass du da keine Berechtigung hattest. Okay. Ja, könnte sein, wir sind ja irgendwo da vorne gespawnt. Ja. Oder? Ja, da vorne müssen wir irgendwo gespawnt sein im Wald. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt Kohle und ich baue die erstmal ab. Ich guck mal gerade, was unsere Weizenfarm hier macht. Die ja jetzt endlich mal halbautomatisch ist. So, und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier noch hinkommen, ne? Da muss noch einer weg. Da muss eine Stufe hin. So. So, jetzt können wir da schon mal ganz geschmeidig runterlaufen. Und dann haben wir hier noch. Ja. Sieht ja so aus, als ob wir hier schön was bauen können, oder? Ich glaube, eine Stufe gehen wir noch tiefer. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade im Moment machen soll. Oh, das ist schlecht. So, das ist unsere Treppe. Die geht bis hierhin. Ich kann ja mal ein bisschen in der Gegend erkunden. Ich habe aber keine Pfeile. Dum, dum, dum. Hier ist ein Lavasee. Mhm, ich guck mal, dass ich hier wieder was hinbaue, ne? Jetzt kann weg das Zäunchen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Aha, hier steht Wasser in der Luft. Also so. Nicht in der Luft, sondern daneben ist ein Block frei. Aber es fließt da nicht runter. Mhm. Ach, Sattel kann man sich ja nicht bauen, weil die sind gerade 4 Pferde. Hauptsache, so, ich komme noch die Kohle, zurück. Das mache ich erstmal wieder zu. Hier sind riesige Pilze. Aber das mache ich erstmal wieder richtig zu, ne? Super, das hat gut geklappt. Das waren lauter Treppen, die ich gerade gebastelt habe. Ah. Ist doch nicht schlimm. Ja, zum Zumauern Treppen ist ein bisschen doof, oder? Ach so, ja, das... Ja. Da schon, aber... Gucken, irgendwie... So, hier hinten ist so ein riesiger Wald mit solchen richtig dicken Bäumen. Ich denke mal, da könnte man vielleicht auch irgendwas Schönes hinmachen. Mhm. So, ich habe jetzt erstmal die Treppe hier schön runtergebaut und jetzt können wir hier unten noch weiter graben für den Raum, oder? Sollen wir hier Kellerräume machen? Können wir machen, weil sonst wäre es Platzverschwendung, würde ich mal sagen, ne? Ja. So. Jetzt machen wir hier mal einen Eingang.
Da ist die Tür. Wie hoch soll denn so ein Raum sein? 3x3. Nein, 3x3, genau. 3x3 hoch, genau. 3x3 hoch, okay. Also 9 hoch. Nein, 3, denke ich mal, reicht. Gut. Fällt einem die Decke nicht direkt auf den Kopf. Also. Ja, das war sehr schlau. Einfach eine Fackel abgebaut. Also, die Leute, die bei mir zugucken, können im Moment nur die Gegend sehen. Viel Gegend, aha. Ja. Relativ viel, würde ich mal sagen. Ich hole gerade aus. Und dann 5x5 oder was? Weiß ich nicht. Groß. Wir könnten ja Lagerräume hinmachen. Ja, das meine ich ja so, ne? Soll ich vielleicht irgendwie so ein paar Dekohäuser bauen? Dekohäuser? Ja, es wird noch kein richtiges Haus, aber schon mal Dekohäuser bauen. Ja, genau. Nee, irgendwie so ein Holzfäller. So ein Holzfäller, aber nee. Sind das schon 5? Erst später. Ne, sind erst 4. Hier ist noch Eisen drin. Lapis Lazuli, wir spielen jetzt auf H1.8. Da hat das jetzt auch einen neuen. Benutzt, also nutzen. Aha. Zum Verzaubern. So. So, jetzt haben wir 3 Fackeln da dran. Also schon mal schön. Und eine machen wir. Ich habe keine mehr. Ich wollte gerade eine über die Tür machen. Super. Und da gegenüber mache ich auch noch so einen Raum hin, ne? Wie ging das? Oh, ich habe die Dings nicht rausgenommen. Ganz schlau. Wo sind sie? Wo sind Eins, sie? 1, 2, 3. Oder habe ich. Ach, doch, da sind sie. 5. Ich hab genug Pilzsuppe auf jeden Fall. Aha. Also können wir uns satt essen. Zack, zack, zack. Ja, ich höre jetzt gerade hier den zweiten Kellerraum aus, wo wir dann Lagerstätten bauen machen. Gut, ich habe mich ein bisschen um die Nahrung gekümmert. Hast du Platz im Inventar? Ob ich Platz im Inventar habe? Meistens nicht. So Jäger und Sammler, weißt du, ne? So, da noch was weg. Zack. Zack. Und so. Die gehört noch dir. Was habe ich? Das heißt, was du hast 4. Jo. Die Schüssel nicht wegschmeißen. Okay, die kann man noch gebrauchen. Ah, hier oben müssen wir was reinflicken, wa? Das sieht doof aus mit Erde da. Ah, da muss ich aber eine Schippe vielleicht nehmen. Oder du hast es schon, ne? Nö, ich hab's wieder angemacht. Dann machen wir da so wieder. Irgendwann können wir die ja brennen und dann auch richtig austauschen, dass so glatte Wände sind, oder? Also ich hab 3 Fackeln im Raum gemacht, jeweils mittig von den 3 Wänden und eine wollte ich über der Tür machen. Das funktionierte nicht mehr, weil ich keine mehr hatte. Kannst du hier im anderen Raum gegenüber ja sehen, ne? Gut, okay. Und dann wird's irgendwann hier weitergehen, ne? Aber ich grab jetzt mal einfach weiter, weil ich noch... Sag schon, Sind wir jetzt hier die Zwerge? 2... Warte mal. 1, 2, Mauer, 1, 2, das heißt noch einen und dann kommen hier wieder Türen hin und dann können wir wieder Räume da machen. Türen. Und hier gibt's wieder Kohle, sehe ich gerade. Es wird Nacht. Ich habe wieder Kohle. Jetzt ist meine Dingens kaputt gegangen. Meine, sag schon, Spitzhacke habe ich jetzt kaputt geschafft. Dann gehen wir schlafen. Wo bist du? Da spiegelt sich der Mond drin, oder was? Aber komm, gehen wir schlafen. Im Wasser spiegelt sich irgendwas mit dem Shader. Aber es kann nicht der Mond sein, weil er nicht zu sehen ist. Die Sonne auch nicht. Okay. Ja, schlechter Shader. Gut, ich schlafe. Ich auch. Gut, sind wir schon wieder aufgestanden. So, ich brauche eine Spitzhacke, eine neue. Und dann sollten wir vielleicht... Ich habe 128 mehr wie 128 Steine habe ich. Ey. Dumme Idee, wir bauen gerade was im Keller. Ich wollte gerade sagen, da kann ich vielleicht schon mal ein bisschen Stein holen. Oh, ich habe noch eine Holzspitzhacke hier gefunden. Schlau. Dann nehme ich die noch. Okay. Und ich baue aber noch eine Eisenspitzhacke, glaub besser, ne? Oder ist das Verschwendung für eine Spitzhacke? Nein.
Eisenspitzhacke? Ja. Nö, ich glaube, ich hatte bis jetzt nur einen und die hat immer noch ein ganz kleines bisschen. Okay. Oh, da fehlt auch noch eine Tür. Kannst du noch ein paar Türen bauen vielleicht gerade? Ja. Oben fehlt noch eine und unten sind es dann vier, die wir noch bräuchten. Unten brauchen wir erstmal noch keine Tür, denke ich mal. Ja, vielleicht eine oder so. Falls wir irgendwo ein Loch aufhaben, dass wir auf jeden Fall einmal sichern können, oder? Ja. Und Kerzen habe ich natürlich auch nicht gemacht. Fackeln. Kerzen. Ja, warte. Habe ich noch was mit? Nein, habe ich nicht. Nur diese Suppen habe ich. Ich habe jetzt 23. Da habe ich angefangen. Aber man merkt schon den Unterschied, ob man so eine Holzhacke hat oder eine richtige Hacke, ne? Ohne Scheiß, dass das hier bestimmt richtig hell drin. Ja, ohne Scheiß, dass hier richtig hell. Aha. Wenn ich hier unten will, muss ich den Schalter aushaben. Aber ich glaube, da habe ich auch noch Eisen jetzt gefunden. Ich habe aber kein Licht, ich kann es kaum erkennen. Warte, wenn ich jetzt hier den Medium einmache. Ja, dann ist es dunkel. Hast du gehört? Hm? Ich habe hier unten Eisen gefunden, glaube. Ja? Ja. Ich sehe nur nicht so viel, wenn du noch Fackeln mitbringst, wäre nicht schlecht. Ja, da ist Eisen. Bei mir ist jetzt hier richtig hell drin. An der Wand. Weil das Tageslicht, glaube ich, durchscheint. Wo ist das Tageslicht? Bei meinem Shader. Also habe ich einen Shader, wo es ganz dunkel ist und einen, wo ganz hell ist. So, zwei. Das heißt, ich kann immer variieren. In der Höhle ist es dann heller. Soll ich vielleicht so ein paar Stelzen bauen, wo die Sachen halten? Was für Stelzen meinst du? Ja, Stelzen zum Beispiel, damit der Berg nicht in sich zusammensackt. Weißt du schon? Ach so, du meinst jetzt holztechnisch so, weil wir da aushöhlen. Ja, aber wir machen ja 5x5 große Räume jetzt gerade hier hin. Das ist doch Standard. Das ist, müsste so halten im Stein, oder? Ich meine ja, das ist nur so ein Gimmick. Ja, genau. Okay. Weil sonst fühle ich mich irgendwie so nutzlos im Moment. Ja, kannst ja wieder auffüllen in die passenden Etagen. Hast du noch mehr Kerzen mit, Fackeln? Mhm. Warte. Zack. Ah, da war sie weg. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Da ist sie. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. So, da lang, da lang, da lang und Fackel passt. Jetzt ist der Raum wenigstens mit einer Fackel ausgeleuchtet. Ja, ich komme jetzt gerade hier mit ein bisschen Fackeln. Bitteschön. Na, jetzt weiß ich wieder, was ich da machen wollte. Ich wollte mir eine Spitzhacke bauen. So. Okay, ich glaube, ich habe da schon einen Teil zu weit abgebaut. Aber egal. Und jetzt ist die Fackel auch, die Holzspitzaxt auch hin. Jetzt kann ich mit einer richtigen arbeiten. Na, da war wieder einer zu viel. So, da müssen jetzt wieder Steine hin. Nicht da wegarbeiten. Also. Ich würde ganz gerne immer 5x5 große Räume haben. Warum, weiß ich nicht, aber ist so. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier müssen wieder Steine hin. Da war nie was. Gut, und da kann jetzt noch eine Fackel zwei, hin. 2, 4. Ach, die hast du mir schon gegeben. Dann machen wir da eine hin und dann haben wir sie. Gegenüber geht's dann gleich weiter. Hier muss auch noch irgendwie Licht hin. Eine reicht, oder? Mhm. Hier fehlte, glaube ich, noch eine Fackel. Ne, die ist auch schon drin. Ja. Da können wir jetzt von innen dann überall Druckplatten machen, oder? Denke ich. Fehlt hier eine? Nein, hast du auch hingemacht. Da ist schon eine Werkbank. Cool. Hast du Holz dabei, oder nicht? Ja. Wolltest du die Druckplatten installieren? Installieren, genau. Ja, ich sag mal, Druckplatten sind eine Mechanik. Mechaniken installiert man doch, oder? Warte mal, habe ich nicht gezählt? Kann ich nicht zählen? Ja, ich glaube, du kannst nicht. Ich weiß nicht, wo du warst. Ey, warum haust du mich? Weil du im Weg warst. So, 1, 2, 3, 4, passt. Oh, da ist schon wieder Sand oben. Da müssen wir dann wieder abarbeiten. Licht. Ich glaube, da war richtig, ne? Ja.
So, da müssen wir aber noch weiter. Ach, hast du schon gemacht. Wunderbar. Finde ich besser Ja. so, oder? Ja, sieht besser aus. Auch wenn es nicht einheitlich ist, aber sieht trotzdem besser aus So, als. vier Räume haben wir. Reicht das erst oder sollen wir noch Ich denke weiter? mal, das reicht erst. Gut. Dann brauchen wir Kisten und sowas, ne? Ach, wir haben ja eine Werkbank schon hier unten. Sollten wir die Türen nicht andersrum reinsetzen? Fände ich besser, oder? Warum? Ja, nur so eine Idee. Von außen sieht's schick. Jetzt mache ich hier ganz viele Klötzchen. Was wollte Von ich jetzt außen sieht's gerade schicker aus. bauen? Druckplatten kann ich machen und so. Hast du schon was davon gemacht? Ach, Kisten wollte ich bauen, das war's, genau. Dafür brauchst du aber auch Holz. Ja, habe ich ja noch. Eine schaffe ich vielleicht auch noch zwei. Brauchst du Holz? Nee, ich glaube, ich habe zwei, kann ich auf jeden Fall machen. Und wo tue ich die hin? Da, wo die Körner sind. So, zwei Kisten haben wir schon. In jedem Raum eine Werkbank oder wie machen wir das? Weiß ich nicht. Ja, würde vielleicht Sinn machen, ne? Oder? Können wir reinstellen und ist gut, oder? Ja. Aber ich mach mal erstmal jetzt hier eine Kiste hin, wo die Werkbank ist. So, da ist schon mal der Doppelte. So. So, und dann müssten wir eigentlich Schilder reinmachen, was da drin ist, oder? Ja. Und dann sollten wir sortieren, was in den Kisten, so in den Räumen im Endeffekt schon ist, ne? Aber man könnte, so ein Schild ist eine Fläche groß, ne? Und das funktioniert ja wieder nicht. Aber da kann man durchlaufen. Durch Schild kann man durchlaufen. Ach, Das die heißt, kann man man auch mitten im wenigstens. Raum reinstellen, kann man das Schild ja auch dann, ne? Macht vielleicht Sinn, oder? Man könnte es auch hier auf den Gang stellen, ja? Und dann Hier weiß unten auf man, den wo man Gang. abbiegen muss, ne? Dann steht da links, rechts und dann steht da eben halt, was da ist. Ja, das wäre vielleicht noch sinnig oder so. Gut, dann soll ich das machen? Ja, wir hätten die Gänge vielleicht doppelt groß anlegen sollen, wäre vielleicht auch besser gewesen, ha? Ja. Sollen wir das noch machen? Es ist immer noch Platz, ist immer noch Zeit. Ja. Also es. Wir sind noch im Anfangsstadium, ne? Ja. Ist jetzt die Frage, in welche Richtung? Ich würde sagen, nach rechts. Warte mal, wo können wir die Treppe, würde zweispurig gehen dann auch, ne? Das wäre also sinnig, die da, wo du jetzt die Kiste da gebaut hast, auch vielleicht zweispurig mal runter zu gehen irgendwann, ne? Wir Das heißt, können es wir jetzt schon bauen. machen, am besten schon Ja, mal oder das anfangen. können wir auch schon machen, ja. Aber ich fange doch nicht jetzt an, sondern nach Ja, rechts. das machen wir in der nächsten Folge und Ja. das heißt, wir müssen mal. Hat er sich revanchiert. Das So, heißt, komm wir hier müssen hoch. den Gang hier so machen. Ich mache nur gerade andeutungsweise. Oh, da unten ist noch ein Loch. Hast du nicht alles ausgefüllt da unten, ne? Weiß ich nicht. Oh, das liegt hier im Raum, das ist so dunkel, das mit dem Shader. Das liegt nicht an der Qualität des Shaders. Okay. Eine Sekunde noch. Ich wollte gerade noch wenigstens zwei Treppenstufen hinmachen, damit das andeutungsweise schon mal klar ist. Wo bist du oben? Ich halte die Türen offen. Gut, dann gehen wir mal hier rüber in den großen Raum und machen hier Ende, oder? Ja, wie fast immer. Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.